Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer und natürlich auch die Zuschauer von Kraxel, seid gegrüßt. Wir spielen heute ein ganz besonderes Match, um genau zu sein, 3. Denn hat unser Netzwerk Alliance gesagt, hey Leute, lasst doch mal ein Turnier starten. Und das startet gerade. Kraxel, sei gegrüßt. Sorry, dass ich so viel quatsche. Nein, alles gut. Moin, meine Hübschen. Schön, dass ihr einschaltet hier bei Rocket League. Mein Zuschauer kennt das noch gar nicht, ne? Also dementsprechend, ich bin hier ein bisschen frisch vielleicht für dich. Ja. Und du hast heute, glaube ich, die erste Chance hier, mich zu entjungfern in dem Spiel. Ja, Im Spiel. Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir uns dann nochmal, wer weiß. Ansonsten würde ich sagen, ich bin definitiv besser als du, was meine Statistik angeht, und ich werde dich zerfleischen. Ja, das werden wir mal sehen, weißt du? Ich sehe schon, du hast hier das Prinzessin-Krönchen auf, also eigentlich müsste ich sagen, ich werde dich in deine Schranken weisen. Ja, Und jetzt das Krönchen abnehmen heute. Oh. Also, wir spielen auf Manfield 1 gegen 1, Best of 3, das bedeutet, wer zweimal gewinnt, kommt weiter in dem Ranking. Ich werde mal gucken, ob wir die Seite verlinken in unseren Videos bezüglich, wer noch alles mitspielt aus dem Netzwerk. Sind halt auch so Leute dabei, ich glaube, der Alucard spielt noch mit und ein paar andere Verrückte. Ansonsten Daumen drücken, Leute, ne, für euren, ja, für wen ihr seid. Und drin, ne? Genau, ich gehe mein Team Orange und dann bin ich mal gespannt. Viel Spaß und viel Erfolg. Ja, das Problem wird echt sein, macht dein Loch zu, ne? Also hinten das Tor, weil sonst haben wir ein Problem. Macht dein Loch zu, klingt auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Klar, dass du immer wieder anspringst. Scheiße, was? Alter! Ja, entschuldige. Habe ich dir gesagt, dass man die Leute, wegrammen kann? Dass man hier seine die Autos kaputt machen kann. Ja, mit viel Boost. Was zur Hölle, ey. Weißt du, wir machen gerade so ein schönes Probespiel hier. Mit Lassie Fair, weißt du, Larifari. Und er zeigt mir einfach, ja, hier sind die Boost, hier sind die Gegner. Viel Spaß. Und auf einmal ballert er mein Auto kaputt. Was zur Hölle? So, hau ab. Nein, kein Eindruck. Aber gut gemacht, gut, wird alles gut. Na sicher. Oh, schön, fürs Tor verteidigt, immer ganz wichtig. Nein. Fuck it. Wir haben noch 4 Minuten 22, um ein Tor aufzuholen. Alles in Ordnung. Ja, die werden wir auch brauchen, oder? Ich werde die brauchen. Das Gemeine ist, am Start hast du ja auch die Möglichkeit, durch so einen Pinch, nennt man das, wenn der Ball am Gegner abprallt, so ein mieses Tor zu kassieren, einfach nur... Weil... Ja, genau. Wir sind ja nur zu zweit, ne? Alles klar. Ja, das ist das Problem. Also man muss ja echt in den Angriff gehen und gleichzeitig auch in die Verteidigung. Weil sonst ist sowas hier. Hau ab! Junge! Willst du mich verarschen? Hau ab! Das ist mein Ball! Geh weg von meinen Bällen hier. Du solltest zum Tor fahren, weil die Gefahr ist groß. Dass du jetzt einen reinsammelst. Oh, oder ich mach das einfach. Okay, ich sehe, das wird sehr schwer, dich hier nicht platt zu machen. Das tut mir jetzt schon leid. Ich sorge da schon ganz gut alleine für. Ja, aber es war ja provoziert. Ich habe den Ball da extra liegen lassen. Du musst ja irgendwas machen. Das ist ja... Wo fangen wir denn da jetzt an? Am besten mit dem Tor, ne? Dein Ernst? Was soll das? Wie? Ja, das, warum? Wenn du auf den Ball zufährst, mach mal einen Doppelsprung und drück nach vorne, dass du dich nach vorne flippst. Dadurch kriegst du viel mehr Power hinter dem Ball, aber die Gefahr ist größer, dass du daneben springst. Also zielen kann ich gut. Okay, dann mach das. Genau, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut ausgesehen. Ansonsten, meine lieben Zuschauer, könnt ihr mal bei Kraxel und das Video... Meine lieben Zuschauer, natürlich, genau. Schaut mal bei Kraxel vorbei und motiviert den jungen Mann mal, dass er ein bisschen öfters mit mir Rocket League spielt. Weil er ist mir echt sympathisch, der Dude, und er sollte einfach mal ein bisschen üben. Ein bisschen was können, ne? Alter, ist... Was zur Hölle? Ja, das war jetzt so ein... Du hast bestimmt so ein fettes 300-Euro-Bike da stehen, weißt du, was hier doppelten Boost hat und sowas. Zum Glück kann man sich ja nichts erkaufen. Das ist Nein, alles... natürlich nicht. Naja gut, alles nur optisch, wirklich optisch. Das ist kein Pay-to-Win oder so bei Rocket League. Hochgeschlafen gut. Bei der Firma da, weißt du, und ich hier auf scheinheilig tun. Ich hab halt einen harten, hab halt schon krassen Controller, so, ne? Hab ich schon ordentlich rein. Ja, ich hab... alles klar, ich hab schon einen harten. Da weißt du Bescheid. Ab. So, ich mach jetzt hier ganz langsam. Wo ist denn der Ball da? Ne, man muss ja auch manchmal einfach mal langsam machen. So. Nicht dein Ernst, Alter. Ich lass dich doch nicht gewinnen. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt aber sehr offensichtlich, mein Fräulein. Das war Ergebniskorrektur. Weißt du, damit ich nicht 4-0 oder nachher 10-0 hier verliere. Nee, ich spiele am liebsten immer Brasilien. Deswegen habe ich dein Tor gegönnt. Ja, alles klar. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft hier. Aber ich glaube, ich kann bei 7 nicht aufhören. Oh. Ja, Mann! Okay, muss ich mich an. Ja, alles gut. Alles gut. Ich werde da leicht emotional, weißt du, wenn ich mal hier gewinne. Du sollst auch Tore schießen.
Was, du guckst keinen Fußball, spielst Rocket League? Nee, absolut nicht, weil ich bin ein schlechter Verlierer oder ein noch schlechterer Gewinner. Aber deswegen also, geht man doch zum Fußball, genau deswegen, um Emotionen zu erleben. Ja, und dann heißt es wieder die guten Hooligans hier, weißt du? Ach, Hooligans. Das Ding hau ich jetzt rein, oder? Warte mal, halt. Jetzt fall doch da rein. Nein, ich versau's auch noch. Scheiße, muss ja. Schade eigentlich, hier an der Seite. Ah, ich wollte dich noch wegbashen hier. Ist auch gut so, das gehört auch dazu, man. Das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Spiels. Ja, ich versuche mein Bestes. So, erstmal weg damit. Weg mit der Pille. Ach du, Fußball, ne? Weg mit der Pille. Ja. Du merkst, ich habe voll viel Ahnung von Fußball. Alter, hör auf. Nee. Oh, da habe ich verkackt. Warum mache ich auch immer diese schrägen Tore? Ich mache die überhaupt nicht, ey. Kann die auch nicht. Ich brauche meine Anwesenheit, weißt du? Ich habe ein bisschen Angst bekommen. Und ich würde sagen, den versuche ich jetzt irgendwie da noch reinzubringen. Jetzt hör doch auf. Hallo. Alter, Ralf. Ja. Das kann nicht dein Ernst sein. Ist es auch überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nichts dafür. Das ist einfach nur, mein Controller ist so programmiert, dass er es automatisch macht. So. Mach es wieder ganz langsam und haut das Ding wieder rein. Ja, keine Ahnung. Oh, guck mal. Komm ab da. Nee, Mann, lass mich mal. Rechts ich will. Links, mein Freund. Kennst du diese alten Teppiche, die man als Kind immer hatte, wo man so eine Straße drauf hat, die Krankenhaus und so eine Scheiße? Das heißt, die alten Teppiche, die habe ich bis heute noch. Ja, das war mir fast klar, dass du so aufhebst. Da übst du immer. Dein Ernst. Ja, da übe ich immer einparken. Nee, parken übe ich da immer. So, weißt du, im Straßenverkehr kann ich das nicht, dann nehme ich immer meinen Teppich und fahre mit meinen Spielzeugautos drüber. Alles klar. Ja, deswegen habe ich mir ein Auto gekauft, was automatisch einparken kann damals. Ah, nice. Das ist natürlich was. Weil ich gehe da nicht auf, wow, fuck, auf. Also ich gehe auch nochmal sicher. So. Weil man nutzt es viel zu selten. Jetzt hör mal auf damit. Hau ab! Kannst du das, ist dein Auto, ist das meinst du ernst, ne, dass dein Auto ist klein? Ja, ja. Mein Auto kann komplett autonom fahren, sozusagen. Nein! Oh! Ja! I'm surprised! Gerechnet, ne? Also, ich auch nicht, davon abgesehen, aber... Nein, dein Ernst? Nein, der geht... Nee, nicht. Der geht links. Ich fand das gerade gut. Also, ich war auf einem guten Weg hier gerade, den reinzuhämmern. Hau ab! Nein, da holt er mir in die vordere Nase weg. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ich versuche mich hier irgendwie semi-professionell anzustellen. Machst du auch. Du hättest ihn jetzt... Du hättest ihn nur noch... Nein, der geht auch nicht rein. Du hättest aber nur noch selbst ein Eintor hättest du noch machen müssen. Das wäre für mich so ein bisschen die Genugtuung gewesen. Das hebt für mich die zweite Folge auf. Na. Ah, nein, der war so gut. Nein. Mitleid. Ja, habt alle mal Mitleid. Oh. Ja, danke. Also hättest du noch alle gegen mich auf hier. So, hör auf damit. Hau ab. Ich find's schön, wie mein kleiner Fallout-Boy hinten an der Fahne wackelt, ey. Das sieht echt cool aus. Oh, shit. Und jetzt bin ich auch daneben gesprungen wegen dir. Wegen dieser ja, Fallout-Boy-Geschichte. Nein! Ich schmeiß dich einfach ins Tor. Gibt das Doppelpunkte? Nee. Ja, aber es gibt auf jeden Fall viele Punkte. Es gibt viele Möglichkeiten, Punkte zu machen, auf jeden Fall. Ja. Ich versuche einen davon zu finden. Also, ich find gerade irgendwie keine Punkte und damit habe ich sonst keine Probleme. Oh, jetzt, ich verteidige jetzt mal ein bisschen. Torwart macht, weißt du? Ja, logisch. Bist jetzt du hier teuer, oder was? Schön defensiv. Ja, Logo, ich bin die Katze, Mann. Ja. Rocket Cat. Ja, das haben wir immer wirklich. Wir haben immer so lustige Spitznamen, wenn wir gegeneinander spielen. Oder eben auch gegen andere. Und ja. Die Katze ist zumindest einer davon. Verteidigen kann ich, glaube ich, besser als schießen. Okay. Ja, ist auch wehe, du haust ihn jetzt auch rein. Habe ich nicht vor. Ey. So, okay. Niemals. Oh. Naja, gut. Ja. Ich hab mich gar nicht so schlecht geschlagen. Nö. Ich mache jetzt mal, also mal hier so ein bisschen, damit es irgendwie aussieht, das könnte ich was. So, perfekt. Ja, das sieht so total professionell aus, was du da tust. 5-2, wir sind nicht 10-stellig geworden, immerhin. Ja, ich habe mein Bestes gegeben und dabei ist dann auch geblieben. Bist du denn bereit für eine weitere Runde? Na, selbstverständlich. Na, dann hauen wir mal rein. Ja, aber ich weiß ja auch nicht, müssen wir mal rausfinden. Ja, ich bitte dich, ich weiß dir Zeit geben, dass du dich erholst oder was? Nee, aber denkt dran, Leute, dieser komische Kraxel, ja, wer sich das wirklich nochmal reinziehen möchte, ja, ich verstehe auch nicht warum, aber guckt mal vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, ganz simpel, oder sucht das mal. Das Ganze auch natürlich von meinen Zuschauern, schaut mal beim Ralle vorbei da. Ja, der spielt Ralle. Das irgendwie täglich, habe ich gehört. Und, ja, ja, ja. Erzähl mal was, also ich glaube, du hast da echt so ein bisschen was auf die Beine gestellt in Rocket League, was, wo ich echt sagen muss, Chapeau. Wir haben auf jeden Fall einen sehr großen... Haufen von Rocket League-Süchtigen gefunden, der sich da um mich versammelt hat, ja, so Guru-mäßig. Aber ich bin nicht der beste Spieler. Und wir machen auch regelmäßig Turniere. Und da möchte ich Kraxel auf jeden Fall auch mal mit dabei haben. Also
macht mal ordentlich Lärm unter dem Video, dass du irgendwann siehst, hey Mensch, meine Community findet es geil. Weil Rocket League ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Man kann unglaublich viel Spaß dabei haben. Außer man spielt wie Kaxel natürlich. Na, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Dann ist natürlich nicht so der Spaßfaktor, weil dann... Ja, aber Übung macht den Meister, ne? Vielleicht nicht auf SM und so eine Scheiße. Weißt du ja gar nicht. Bin wir raus. So das ist ja der Niederlage, weißt du? Das ist ja der Grund, warum wir zusammen spielen. Ja. Um genau solche Dinge rauszufinden. Wir sind ja in dem geschlechtsreifen Alter, das ist ja gar kein Problem dann. Ja. Ich hau mal dich mal so bedenken, von hinten. Wie viel Teilnehmer hat das Turnier? Weißt du das gerade aus dem Kopf? 32. 32 Teilnehmer, ne? Und ich werde als erstes Spiel, weißt du, ich habe das Spiel 10 Minuten gespielt oder so, werde als erstes direkt hier mit Ralfinger in eine Gruppe gehauen, beziehungsweise als Gegner. Ich hätte, glaube, 31 andere Gegner kriegen können, die allesamt weniger Ahnung haben als Ralf. Ach! Total erstmal wieder. Also gegen Dano möchte zum Beispiel ich auch nicht spielen, oder gegen, wie hieß er denn nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nicht Beam oder so? Ah, ja. Den hatte ich auf jeden Fall mal im Stream mit dabei und der war richtig gut. Der hat Level 68, ich bin glaube ich 36. Also der Typ suchte das Spiel seit 2 Jahren so heftig. Ja, siehst du aber, verstehst du? Und das sind auch Leute, gegen die ich keinen Bock habe zu spielen. Weil die einfach halt... Ja, ich mache einfach ein Tor. Aber das hatten wir doch vorhin ausgemacht, so hast du gesagt in der ersten Runde. Stimmt, in der nächsten Runde, scheiße. Ja, also zumindest hältst du dein Wort, das finde ich schon mal sehr gut. Sehr sympathisch. Gibt die 50 Euro nach dem Turnier, wenn, das... Ja, logisch. Ich bezahlt habe, aber auch die Socken, ne, wie ausgemacht, die sind mir wichtiger als die Kohle. Ja. Zumindest der Anschluss ist schon mal sehr gut, weil die können auch mies reingehen. Ne? Der Lernfaktor oder Lernerfolg ist bei mir zu sehen, finde ich. Nicht groß, aber er ist da. So. Jetzt hau ab da mit deinem scheiß Auto, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ist das dein... Ja, aber eigentlich der doch... Gut wie drinne. Der Ja, du musst den aber auch mal aufs Tor schießen. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Da war mein Gas weg. Ich würde mir gerne so einen Hut aufsetzen, weißt du, und so einen Mercedes-Stern hinten dran klemmen. Dann schau mal, ob da dein Auto hier rein... Schau doch mal, ob du dein Auto irgendwie ins Spiel reinbekommst, dass es automatisch für dich Tore schießt, statt einpackt. Danke. Ja, bitte. Das war übrigens sehr lustig gerade, da dieses Hin und Her. Ja, danke. Ich finde einfach, man sollte mir den Ball einfach vor das Auto stellen, weißt du? Dass ich irgendwie mal eine reale Chance hier habe. Ah, oh, guck mal, aber da ist er, da siehst du, hey. Du musst nur deine Wünsche aussprechen. Ja, man muss für die Wünsche arbeiten. Jetzt, wehe, du haust ihn jetzt weg da. Hau ab. Nein, mach ich nicht. Dein scheiß Auto da weg, Junge. Fahr ja mal. Ich kann auch anders. Du hast einen Boost, benutze ihn. Nur nicht in diese Richtung, wollte ich gerade sagen. Das war vielleicht die falsche Richtung. Ja, aber, fuck, ich falle. Ich habe einen freien Fall gerade hier. Scheiße. Jetzt, Alter, ist das dein... Ja, ist ein bisschen gemein, ich weiß. Aber es ist auch wirklich leider keine Herausforderung. Ohne das böse zu meinen. Ja. Nein, ist doch vollkommen okay. Wir hatten ja vorhin noch gequatscht. Wie viel hast du bei Rocket League? Ich denke jetzt 180 in den letzten 2 bis 3 Monaten sowas. Also ich bin 180. Jeden Tag am Spielen so und bin aber eben auch nicht der Beste von den Leuten, mit denen ich spiele. So, ich bin immer noch dritte Wahl so. Also das ist Mittelfeld. Ja, wirklich. Das ist halt schon echt mies so, ne? Wag es dir. Nein! Was soll das denn? Yay! Es tut mir leid. Ne? Wir sehen ja gerade, ich werde hier so ein bisschen penetriert. Ist ja okay, ne? Weil, aber ich glaube, man sollte sich auch rächen. Also liebe KXL Army, tut mir mal gefallen. Guckt mal alle vorbei. Schreibt mal in die Community unter seinem Video, dass ich ein 1 gegen 1 im PvP bei Diablo 3 mit ihm wünsche. Ja, oh. Dann sehen wir mal, wer da die besseren Karten hat, mein Fräulein. Ja, komm, aber, ja gut, okay. Auf dem Spielfeld, weißt du, aber wenn's wirklich Mann gegen Mann geht, ich glaube, dann sieht's ganz, ganz anders aus, mein Fräulein. Ja, wir machen das einfach so. Wenn deine Zuschauer es schaffen, das, sagen wir mal, 30 Mal unter mein Video zu schreiben, ist der Deal perfekt. Gut, das, ihr habt's gehört, Leute. 30 Challenge accepted. Kommen, ja. 30 Leute, ich bitte dich, also das sollte nicht das Problem werden. Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie 100 sagen oder 1000 oder so, mir völlig over the top. 18.000 Abonnenten. Ja, ey, 18.000. Ja, das guckt ja kein Mensch, was der da macht. Ja, Rocket League wird bei dir wahrscheinlich schwieriger, glaube ich. Das ist richtig hart hier, weißt du? Ja, ist schon auch ein Psycho-Game hier, so ist es nicht. Ich sehe schon. Bin ein Gegner auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Ich bin auch mentally challenged, sozusagen. Ich stehe mir manchmal auch selbst im Weg. Machen wir den hier schon wieder. Komm mal mit dir. Am Ball spielen, verdammt. Ich versuche ihn einfach nur so ein bisschen reinzukuscheln. Ja, ist aber auch okay. Kuscheln ist gut. Manchmal darf man nicht mit Anlauf machen, weil sonst musst du ganz zärtlich. Ja. Der Ball hin. Links von dir ist er. Also, der rollt gerade ins Tor. Ja, gut. Nein, das tut er nicht. Du kannst doch...
Mal einfach über die Wand fahren hier so. Damit es wenigstens aussieht, als könnte ich irgendwas, oder was? Ja, ist schon mal ein Anfang. Dann mach doch was hier. Ist doch. Ja, bitteschön. Nee, wir lassen ihn mal hier vom Tor ein bisschen. Nee, ich finde ihn gar nicht so gut hier vor meinem Tor. Da gibt es schönere Plätze, wo ich den lieber haben würde. Ich finde die Position super. Ah, das ist gut, das ist gut. Läuft. Oh, der war gut. Den hast du schnell mitgenommen. Jetzt fahre ich zurück. Das nur nicht, wo er ist. Das ziehe ich mir nicht rein. Unten am Boden. Das liegt wieder am Boden. Also ich finde schon, dass wir den uns jetzt reinziehen. Alter, was soll das denn? Ich wollte mir nicht reinziehen, den Ball. Aber das läuft schon. Ja, ne, also ich mache Fortschritte. Nicht viel, aber... Ah, fuck, ich wollte ihn noch irgendwie rausholen. Scheiße. Ist auch immer schwierig, ganz besonders, wenn der Ball über dir ist, ist die Kamera so mies. Das stimmt. Das ist echt Übungssache und da musst du am besten die Ballkamera sogar wechseln, jetzt hier. Weil da hättest du gesehen, dass der genau über dir ist und hättest mit dem Sprung nach oben... oh Gott, ich weiß nicht, du spielst Tastatur, hast du gesagt, ne? Nee, Controller gerade. Also Y, Controller, also obere Taste. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, so zum Ende der Sache. Ach so, ja, wir sehen es schon eben, das ist ja schon fast, aber... Schön, dass du dich super anlernst hier in diesem Spiel. Ja, ich wusste nicht, dass mein erster Turniergegner jemand ist, den ich das Spiel beibringen muss, Alter. Ja, so. Tatsache, Alter, warum meldest du dich überhaupt an, verdammt? Was ist los mit dir? Ja, ich wollte halt Spaß mit dir haben, weißt du? Oh Mann, ey, nee. Vergewaltigung ausatmen, kann ich ja nicht wissen. Ich warte immer noch auf dein Tor, damit wir 7-1 hinkriegen. Aber ja, oh Gott, mach doch nicht sowas, Alter. Ernst? Muss ich jetzt anders selber machen, oder was? Ja. Für Deutschland! Ja, komm, ja, auf damit. So! Immerhin. Junge. Gib ihm. Aber wir machen noch ein drittes. Oder willst du es gleich sein lassen? Ne, wir machen drittes. Best of three, ne? Verliere damit würde. Ja, okay. Dann ist gut. Ja? Du hast immerhin zwei Tore hast du geschossen. Das tue ich dir aberkennen, das war geschenkt. Danke. Bitte. Ja, dann muss ja mal die Kirche im Dorf lassen hier, ne? Hau ab mit deinem scheiß Flieder, Alter, willst du mich verarschen? Der war so gut und du versaust es wieder. Ich mach einfach nur, was man in dem Spiel macht, verteidigen. Dafür gibt's doch... nur das, was man dir sagt, ne? Genau. Ich stell total ernst an, Junge. Wie möchtest du denn jetzt das Spiel gewinnen? Geht dich gar nichts an. Haus hoch natürlich. Nein, wir spielen so, wie es sich gehört, weißt du? Ja gut, normal. Anstand und Würde. Ja. Weißt du, wenn ich schon gehen muss, dann... Richtig. Mit Anlauf. Dann. Oh, guck mal. Ja. Kam bei dir auch gerade so eine Meldung, dass im nächsten Spiel irgendwelche Updates angewendet werden? Was wird angewendet? Irgendwelche Updates, vergiss es. Stand bei mir gerade auf dem Bildschirm. Nee, eigentlich. Hab ich nicht gesehen. Okay. Aber schön. Jetzt weiß ich, warum du ständig gewinnst, weil du irgendwelche Updates hier hast, weißt du? Genau, ich habe vorher hier mein Cheat-Modul, musste ich wieder updaten. Bist du da gerade vielleicht vorbeigesprungen? Am Anfang hast du das irgendwie... Hast du da vielleicht irgendwo den Ball verfehlt? Hat man das gesehen? Nein, oder? Hui! Oh, guck mal, in der wieder. Replay. Oh, war das schlecht, ey. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ja, passiert. Schirm ist ruhig erlaubt. Absolut. Vor allem, wie ich jetzt einfach sehe, dass unten links steht Ballkameras auf Y. Ja, und das ist einfach so die ganzen halben Stunden, die ich jetzt gespielt habe, nicht gesehen habe. Es Voll. Steht schon auch da, ja. Du musst ja auch gut, springen. Ne? Spring nochmal. Spring. Du nicht so als, weißt du? Ja, du willst doch Tipps haben. Oh, hier. Der war schön geblockt. Ja, dann tut's mir leid. Dann sage ich jetzt gar nichts mehr. So geht jetzt nur noch mit meinen Zuschauern. Ich mute dich jetzt im TS und gut. Ja, danke. Ist okay. Du brauchst nicht mit mir reden, weißt du? Kannst du mal aufhören, den Ball jetzt zu bekommen. Oh, no! Jetzt gehst du mir aber auf die Nüsse hier. Ja. Mit deiner Blockerei da, ey. Weißt du, insgeheim habe ich schon 3000 Stunden Rocket League und hab's nur geheim gehalten, weißt du? Nee, das glaube ich dir absolut nicht. Nur mich nervt, dass du die Bälle wirklich gekriegt hast, weil die waren eigentlich nicht einfach zu halten. Verstehst du? Ja, aber, ne? Wenn ich das war, was dann? Komm ab da. Oh, guck mal, schon wieder. What are you doing? Why are you doing this to me? Ich hab keine Ahnung, weil es passiert halt einfach, weißt du? Na, jetzt im dritten Match wird er zum Gegner, Mann. Ich merke schon. Alter Schwede, what? Ich glaube, bloß du Land gewinnst, ey. Ja, ich krieg den Ball nicht so, wie ich ihn kriegen sollte. Aber beide geht schon in Richtung... Oh, aber das... Komm ab da. Ja, das ist schon echt skandalös. Ist schon echt schade, dass du den da nicht einfach machst, ne? Ja, es ist... Das ist schon... Danke, ey. Die Klappe, ey. Mindgame, you know? Auf höchstem Niveau, ja, aber... Da muss man dir schon zugestehen, dass du da echt... Genauso wie ich, aber den Ball nicht triffst, ne? Von daher... Brauch gar nichts sagen, ey. Ich muss halt nur irgendwie unter Kontrolle kriegen. Das ist mein Problem an der Sache. So, ab. No! In the ass!
Voll unverdient, Mann. Ja, der war gut. 1-1, mein Fräulein. Ja, das ist das Problem. Ich dachte, wenn ich jetzt echt gewinne, ohne Witz. Nee, das, ich lache auch, wenn du gewinnst. Dann fangen wir von vorne an. Das kann nicht sein. Danke, aber du lachst mich aus, weißt du? Ich freue mich dann einfach nur. Mann. Ah, super. Siehst du, das lass mal nicht mit anstößen. Ne? Ja, ist mies. Anstoßen bin ich meist ganz gut, muss ich sagen. That's what she said, oder? Wobei, oh! Aber langsam hast du schon drauf. Du bist zumindest nicht mehr so kacke wie beim Anfang. Nein! Aber das obligatorische Eigentor geht schon noch, ne? Wie geil, Alter. Ich spring da einfach rein wie so ein Hulk und hau mir das Ding selber rein, ohne Witz. Ich wollte eigentlich nur retten. Ja. Das ist ja auch das Geile, das ne, verschlimmbessern. Das gibt's in keiner anderen Sprache, das gibt's nur in Deutschland. Das Schöne, du musst dir mal vorstellen, wenn du mal mit mehreren Leuten spielst, was denkst du, wie du dich ärgerst, wenn du wirklich so ein paar gute Save machst oder wirklich gut im Angriff bist. Versaut. Genau, da kriegst du so hart die Krise, Mann, in diesem Spiel. Also da bist du, Salty-Faktor ist bei uns sehr hoch bei diesem Game, muss ich sagen, ey. Alter. Ja, mach mich einfach kaputt, weißt du? Ja, jetzt mach ich schon ein paar Tore. Liebe Leute, ne? Liebe Zuschauer, das Turnier ist danach nicht vorbei. Ne? Ihr könnt das natürlich bei Ralf weiterverfolgen. Ah, das ist nett, danke. Wie weit er kommt, ne? Also ja. Ich wünsche Ihnen natürlich alles erdenklich Gute, danke. Dass nach mir vorbei ist. Ja, das ist, mal gucken. Dass er vorne dabei spielt, ey. Das wäre echt geil. Also ich Karma, ne? Ja, ne? Also du hast dich hier so angestrengt bei mir. Ja, das ist sehr nett. Das ist also sehr schön gesagt. Ja. Du hast so total alles gegeben. Also man merkt richtig, wie du echt... den letzten Schweiß quasi ausbringen muss, um das Ding irgendwie reinzukriegen hier. Komm ab. Oh, Alter, guck mal. Solche... Und dann diese Provokation von dir, ja? Diese Lobeshymnen erst und dann macht er so ein Ding da. Ja, natürlich. Aber da kommt er angeflogen. Guck mal, jetzt hat er Blut gelegt so mit dem Boost. Mit dem Springen. Oh, ich habe keinen Boost mehr. Nein! Das kann doch nicht. Naja, aber... Hast du so einen Magnet im Ball oder so, dass der automatisch hinzieht? Nein, aber der war schon auch gut geschossen, Mann. Ah, shit, genauso wie der. Alles gut, Mann, alles gut. Du hast du verdient, Mann. Ich hab... Das denkt dann, du hast schon 3 Tore geschossen. Ja, schön. Insgesamt, im ganzen Turnier, weißt du? Nee, auch das Eigentor. Also du machst schon... Ach so, stimmt. Stimmt, scheiße. Fuck it. Hab ich nicht dran gedacht? Okay, pass auf. Nicht daneben springen. So, sehr gut. Oh Gott, siehst du? Und jetzt schon passiert wieder sowas, ey. Anstoßtor, kriege ich nicht mehr, kann ich... Ah, nein, kriege ich nicht mehr. Verdammt nochmal, ey, Herr Kraxel. Musst du nicht kurz irgendwie dich umziehen oder so, oder? Wirklich alles an Skill raus, was ich irgendwie noch aufbringen kann, weißt du? Und das ist nicht viel. Aber spannendste Match am Ende, schön. Auf jeden Fall, ne? Das Beste kommt zum Schluss. Alle guten Dinge sind 3. Er ist in die falsche Richtung gegangen, aber es ist kein Problem. Absolut in Ordnung. Ja, natürlich holst du dir den. Oh, ich bin zu spät gesprungen. Shit. Nein, komm, hör mal auf mit dem Scheiß. Das kann nicht dein Ernst sein. Jo, was geht ab? Ich lieg hier mal so rum. Hau ab. Nein, ich springe auch noch drüber. Was soll das? Hahaha. Ich kann nicht dein Ernst sein. Schadenfreude. Nee, alles gut. Ich bin überhaupt nicht gehässig oder so. Brauchst du gar nicht so vertuschen, ey. Ohne Witz. Deine Leute wissen doch eh, wie du ziehst. Ja, wohl wahr. Oh ja. Gott, und sowas treffe ich wieder nicht, ey. Weiß ich, bin daneben gesprungen. Ja, ich aber auch. Das ist echt, das ist schon wieder peinlich, so, weißt du, der war eigentlich so... Eigentlich war der nicht schwer. Also, ja, aber echt ein bisschen, ja, na sicher, hau das Ding einfach raus, da ist okay, gib ihm. Aber jetzt verteidigst du den wieder, kannst du mal aufhören mit sowas? Nö. Meinst du, ich lass dich jetzt hier einfach haushoch gewinnen, oder was? Nein, aber das ist so warum machst du das auf einmal? Warum bist du... Wo kommt das auf einmal her, Mann? Was zur Hölle? Ich hab keine Ahnung. Es ist einfach so der Wille, der auf einmal kommt, weißt du? Hau den doch nicht da noch rüber. Ich wollte den gerade reinballern. Ja, das geht nicht. Muss ich auch ausmachen. Ich hatte da was vor, verdammt. Ah, super. Und ich bin nur nach links. Aber schöner Pinch, danke, Mann. Der kommt gut. Oh, yes! Ist da das zweite Tor von dir? Nein! Ja! Das freut mich ja gar nicht, dass du das zweite Eigentor gemacht hast. Das war aber ein indirektes Eintor. Ja, komm, es war ein bisschen Vorarbeit hier. Komplett, weißt du? Das stimmt. Wir haben jetzt einfach durchgeflogen. Ja, und am Ende waren wir einfach nur zusammen im Tor so. Da haben wir einfach gesagt, hey, komm jetzt mal. Ja. Lass mal das Spiel sein, ja. Schön. Schön. Die Sekunden noch hier, verdammte Scheiße. Ich gib ihm. Hau ab. Jetzt hör auf, mich da irgendwie zu penetrieren, Junge. Hau ab mit deiner Scheißkiste. Ich finde meine Kiste sehr schön, ja? Also beleidige meine Kiste schöne, nicht. Schöne Kiste hast du, eine ganz schöne Kiste. Oh, jetzt hau mal ab. Nein.
So. No! Und ob. Rein damit! Nein, oh, nein, nein, nein! Are you kidding me, Alter? Oh Mann, ey. Herr Kraxel, ey, das Wunder. Das Wunder in der dritten Halbzeit. Du alter Hooligan. Ausgleich und dann passt da. Da kann ich nichts mit Würde gehen. Ja. Also gönnen tue ich es dir, aber zulassen tue ich es nicht. Jetzt hör auf, ey, weißt du? Herr Kraxel. Was schiebst du dich immer unter meinem Traumkörper drunter? Das kann nicht dein Ernst sein. Ist halt eine gewisse Anziehung, die dir versprüht. Ja. Ah, guck mal hier. Das brauchst du gar nicht. Oh, jetzt habe ich aber Lex gehabt hier. Jetzt habe ich aber... nein! Ich wollte rückwärts noch rausfahren. Hat nicht ganz geklappt. Verdammte Axt. Ja, die Ansage war so provokant, ne? Da musste ich mir noch eins drauflegen. Das war mir zu gefährlich sonst. Also, da bin ich schon... Da muss ich ehrlich sein, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Nicht schon wieder so ein Ding. Na, ja, siehst du? Ah, den triffst du nicht. Den triffst du aber nicht. Da muss ich gar nicht mehr machen. Danke. Ich schau einfach nur zu. Ich flieg mal ein bisschen in der Gegend rum. Okay, so hier. Oh, 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 guck mal, wie knapp. Ah, scheiße, die Sekunde hat gefehlt. Das ist aber, oh, man muss echt sagen, scheiß Schiedsrichter hier. Also ja. Normalerweise ist dann Nachspielzeit, wenn man den Ball noch im Kontakt hat. Und das fand ich schon, das war nicht sehr gut. Ich fand's auch scheiße, dass wir kein Heimspiel hatten beide, sondern Auswärts gespielt haben in dieser Arena. Mhm. Und die ganzen Leute, ich kenne die überhaupt nicht. Keine Ahnung, wen die angefeuert haben. Stimmt. Also ich habe überhaupt niemanden gehört, der irgendwie angefeuert hat. Ja. Jetzt habe ich... Wie haben wir eigentlich im zweiten Match gespielt? Weißt du das? Schlecht. 1-7? 1-8? 2-7? Keine Ahnung. Muss ich nachgucken, weiß ich nicht mehr. Ja. Also, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. War super unterhaltsam. Und vom Match her, okay, schwierig, logisch. Einfach nur, weil wir verschiedene Skill-Level haben. Du halt gar keinen. Ich ein bisschen. Danke. Ja, nochmal schön hinterherstechen, ne? Ansonsten hat es mega Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, lasst uns wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und Kraxel, genau. Die letzten Worte, ne? Gehören an dir. Ja, er hat schwach angefangen und stark nachgelassen. Bis dahin. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei, ja, wie gesagt, bei Ralf auf jeden Fall vorbeischauen, ne, dass der gucken, ich werde das auch weiter verfolgen, wie lange das Turnier noch dauert, wann er eventuell weiterkommt oder auch rausfliegt. Also ich finde das schon sehr interessant, ne? Es macht, ich glaube, so gut wie das fasst das komplette Netzwerk irgendwie mit. Ja. Also es ist eine sehr, sehr geile Sache und ja, schalt einfach auch beim Ralf wieder ein, ne? Link natürlich in der Beschreibung. Dankeschön. Adios. Tschüss.